Am Donnerstag, ich habe gegen unsere alte Sportdirektor gesprochen. Ich sage euch ein bisschen, wie war diese Situation in 2013, 2014. Ich war Kapitän von den Löwen und er kommt für die letzten fünf oder sechs Spiele. Dann, ich habe mein letztes Spiel gegen Dresden gespielt und die letzten drei Spiele nur auf die Bank geblieben. Dann kommen die Spanier, die Spieler, und die haben mir erzählt, dass er hat für die Spanier gesagt, ja, wir haben eine Spanier in unserer Mannschaft, aber er ist schon 33 Jahre alt. Ich werde ihm, er hat noch ein Jahr Vertrag und mit mir als Sportdirektor spielt keine Rolle mehr. Also, ich mache, was ich will. Okay, er war Kapitän, aber diese Saison, er wird keine Minute spielen. Weil wir holen aber einen neuen Innenverteidiger. Es war Gerrit Kagelmacher. Und auch er bleibt hinten Kai Bülow, hinten ein junger Spieler. Also, ich war die letzte Option für ihn. Ich habe eine Sitzung mit ihm gehabt. Ja, zweiter Tag von neue Saison 2014, 2015. Und er hat mir gesagt, hey Gi, jetzt kommt ein neuer Trainer, Ricardo Moniz. Aber ich sag dir ehrlich, du wirst unsere fünfte Option. Du wirst, ja, für dich schwierig, du bist 33, vielleicht ist Zeit für Geld verdienen. Und hier, ja, ich habe für dich ein Angebot nach Zypern, Omonia Nicosia. 2 Jahre Vertrag, gutes Geld, gutes Leben, gutes Haus, Pool, Auto. Ja, ich habe gesagt, ja, interessiert mich nicht. Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Und ja, ich denke, ich werde hier bleiben. Ich will kämpfen. Und ich werde für den neuen Trainer zeigen, was ich konnte machen. Er hat gesagt, ja, das ist eine Entscheidung, wie du willst. Aber wie ich habe gesagt, es ist eine Entscheidung. Aber du weißt, wie ist auch unsere Meinung. Ja, okay. Dann kommt Ricardo Moniz und sagt für mich, ja, ich habe mit Bosnien gesprochen. Alle Spieler fangen von null an. Ich sage, ja, aber er hat mir gesagt, da, nein, nein. Er hat mir gesagt, dass du wolltest Geld vom Verein. Also, es war eine Situation, wo er spricht ein bisschen nicht gut von mir, für die neue Trainer. Ich habe ganze Vorbereitung gekämpft, gekämpft, gekämpft. Eine harte, ich glaube, das war meine harte Vorbereitung. Wir haben 2 gegen 2 ganze Feld mit Ricardo Moniz gemacht. Viele Stangen mit Gewicht, auch 1 gegen 1, halbes Platz, das war sehr, sehr intensiv. Und dann kommt Freundschaftsspiel gegen Stoke City. Er hat mir gelassen als Stammspieler spielen. Und ich habe gut gespielt. Dann, ich habe gespielt, also vor ihm, ich war eine Option. In Kaiserslautern erstes Spiel spielen. Ich glaube, in dieser Situation, also Beziehung zwischen Poschner und er war nicht optimal, weil, also, Plan von Poschner war, dass er spielt nicht mehr
bei 60. Aber ich habe, ja, ich glaube, ich habe vor ihm gezeigt und dann spiel in Lautern. 0-2 Halbzeit mit ja, mit einem Spieler mehr, weil Torwart von Kaiserslautern rote Karte bekommen. Und Daniel kommt auf die Kabine und sagt, ja, I want to win here for 0-4 or 0-5. Dann, wir haben uns gesehen, ja, es Lautern. Wir müssen vielleicht mit 0-2 das Spiel fertig machen und mit 3 Punkten zufrieden sein. Dann passiert eine Katastrophe, eine, ich glaube, das war eine schlechte Halbzeit. Seit ich spiele Fußball, wir haben verloren. Und das war die, ich glaube, die, wenn du fängst an ein Projekt, das war die Falschstein für die, für diese, ja, aufbauen. Und dann ganze Saison war eine Katastrophe.